So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Krieg. Und ja, es ist Seven Days Hunting gegen die Scandinavian All-Stars. Da war ja mal was. Dieses ganz knappe 3-Punkte-Dingen. Ja, die letzten Kriege liefen nicht so gut bei mir. Vielleicht ist das jetzt ein Omen, dass es hier wieder besser läuft. Wir haben noch 8 Angriffe. Und wir haben 13. Und wir führen mit, ja, knapp unter 300 Punkten, also es sollte eigentlich nichts mehr passieren. Außer wir verkacken jetzt alles, beziehungsweise ich verkacke wieder alles und dann könnte es nochmal eng werden. Aber ja, da will ich jetzt nicht dran denken. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es jetzt läuft. Ich denke, ich habe mir keine Teams ausgesucht, aber das Team sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sollten hier keinen Blau mitnehmen, wegen Mitsuko. Ich werde wahrscheinlich 3-2 spielen, nochmal versuchen. Und zwei Teams nehmen, die gelblastig sind. Das heißt, gucken wir einmal. Nehmen wir den Schakal, Drake und June. So, das ist die eine Seite. Wie gesagt, Blau werde ich nicht mitnehmen. Das heißt, wir gehen auf die andere Seite mit Drake. Okay. Also Lila. Am besten einen Heiler mitnehmen. Nehmen wir mal einen Riegert mit. Hier unten irgendwo. Machen wir das so. Der June kommt dann weiter in die Mitte. Wo ist er da? Und dann nehmen wir. Wen nehmen wir denn mit? Wenn ich Lila spiele, dann würde ich Panther Ursena Seeschat, Panther Cage und eventuell Kiona. Aber ich nehme ja eh keine zwei Lila-Teams mit. Das heißt, ich nehme hier wahrscheinlich. Nehmen wir da Panther mit? Nee, ich werde wahrscheinlich das so machen. Nehmen wir Kiona mit. So, dann gucke ich mal eben. Die Elver-Truppe kriegt der Schakal. Ich werde die 24er-Truppe Kiona geben. Die kritische. Mal gucken. Machen wir das so. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's, dass die Steine gut werden. Let's go. Okay, also auf dem ersten Blick überhaupt nicht gut. Die gelben Unterwähler will ich jetzt noch nicht spielen, deswegen machen wir das erstmal so. Und gucken, ob hier irgendwas passiert. Okay. Das ist gut. Ich denke, ja, den Diamanten machen wir. Kuhnchen wird auslösen, okay. Da kann ich aber direkt mit Riegert schon mal gegenarbeiten. So. Ich kann jetzt auf Mitsuko spielen, die gelben hinterher. Dann spiele ich die gelben auf Wähler. Ob das dann reicht? Ich weiß es noch nicht. Ich könnte natürlich auch oben die gelben spielen, unter Kunchen, aber dann mache ich mir rechts die gelben kaputt. Na, ja, ich werde es mal so probieren. Okay, damit ich jetzt. Ja. Ich will nicht unbedingt jemanden triggern, deswegen machen wir das jetzt mal so.
Okay, Schwein gehabt. Das war schon mal gut. So. Drake und Wähler können gleich feuern. Deswegen. Ich überlege. Wenn Wähler jetzt feuert, dann habe ich aber meinen Drake und meinen June schon mal bereit. Und keiner ist geblendet. Das ist schon mal gut. So, das war jetzt zwar nicht so super, aber machen das jetzt so. Jetzt ist die Frage, will ich Wähler wegkriegen oder will ich auch Kingston blenden? Weil ich denke nicht, dass ich Drake wegkriege. Vor allem Drake wird jetzt auch nochmal richtig wehtun. Ich denke, ich will Wähler erstmal weghaben. Dann gucken wir mal, was hier in der Mitte kommt. Okay. Ja, das war nicht so cool. Ich hoffe, er verfehlt. Natürlich verfehlt er nicht. Ja, ich habe nur die gelben da in der Ecke. Aber meine gelben sind eh gleich kaputt. Kunchen wird heilen. Ne, ich glaube, das verkacken, oder? Ja, vor allem durch die Combo ist das natürlich jetzt nicht mehr gut. Können wir höchstens nur noch mal hier irgendwo hoffen, dass hier was Gutes bei rumkommt. Ne, na ja, geil. Okay, es geht gut los. Ah, das war schon mal nicht so super. Dann gucken wir mal. Können wir jetzt, glaube ich, erstmal stehen lassen. Sind genug da für alle. Dann gucke ich mal, wen nehmen wir denn dann? Ja, nee, Finlay will ich nicht unbedingt. Er ist ein bisschen angekratzt. Gucken wir erstmal nochmal weiter. Was haben wir hier? Da haben wir einen Cage, hier haben wir ein Kunchen. Ja, na gut, gibt ja eh keinen einfachen Gegner, von daher nutzen wir nochmal ein gelbes Team. Ja, können wir hier machen. Wobei hier können wir auch natürlich das blaue Team nehmen. Ah, haben genug Optionen. Jetzt geht nur wieder das Entscheiden los. Was denn mit dir, Ursena? Was haben wir hier? Ah, 30er Truppen, jetzt nicht so cool. Ja, nehmen wir ihn hier. So, dann machen wir noch mal gelbes Team. Zwar nehmen wir Delilah, den Hasen und Musashi. Obwohl, nee, Delilah hebe ich mir auf. Dann machen wir das nämlich anders. Delilah kommt in ein Zweier-Team rein. Machen wir das so. Dann machen wir das doch noch mal ganz anders. Spielen wir das so. Dann gucken wir mal eben ganz kurz. Ja, ich brauche wieder jemanden, der mich vor der Blindheit und vor dem Brennen schützt. Das wäre wieder ein Rigard. Oder Kunchen. Wenn ich jetzt ein lila Team nehme, dann habe ich eh Panther. Ja, ich kann hier einen Panther mitnehmen und nehmen wir noch einen Rigard mit. Oder nehmen wir besser jetzt mal
Wo ist er? Ja, mit denen riegert mit. Die Truppen. Onatel kriegt die. Dann ist sie ein Steinchen schneller. Hier kriegt Riegert die Truppe. Du kriegst die Truppe. Ja, wollen wir hoffen, dass das hinhaut, ne? Also Kriege im Moment nicht gut. Also bin ich selber nicht mit zufrieden. Ich habe den Anspruch, da wirklich mehr zu machen, aber momentan will er nicht so. Was machen wir denn jetzt hier am besten? Das ist auch kein gutes Board. Also na vielleicht, ja, okay, das hat geklappt. Ja, Kundchen wird auslösen, das ist schon mal nicht so gut. Ich brauche jetzt irgendwas Lilanes. Okay, da haben wir das Lilane. Naja, das mit den Riegert. Ach, Musashi schon weg. Aber Leute, das wird wieder ganz schön knifflig hier werden. Dann machen wir das so. Hoffe ich jetzt mal, dass keine Kombination kommt. Okay. Natürlich trifft er 3, klar. Was soll auch anderes sein? Ja, müssen wir jetzt wieder gucken, wie wir das ja einigermaßen über die Bühne kriegen. Und ja, es sieht wieder nicht gut aus, ne? Gucken wir mal, ob hier irgendwas kommt. Es kommt auch nichts hoch. Also, wie gesagt, Kriege machen im Moment echt keinen Spaß. Im PvP, es klappt alles. Und bei den Kriegen, da läuft gar nichts. Ne. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja, was soll ich machen? Ist ja egal, was ich da mache, da passiert eh nichts. Gut, das waren meine gelben Teams gegen lila Tanks. Funktioniert also sehr gut. 2 Punkte. Ach, das ist. Ja, da gehe ich hinterher. Was soll ich machen? Versuchen wir jetzt mal. Das Team. Dieses Team, das gewinnt eigentlich im PvP alles. Wobei es ist Quatsch, weil da ein Grabmacher ist. Ich guck mal, ob wir irgendwo einen Nicht-Grabmacher haben. Da haben wir Cage. Haben wir ein Kundchen ohne Grabmacher? Nein. Aber Kundchen lief eh nicht so gut, also können wir auch mal hier. Ja. Das ist echt momentan, ich weiß nicht. Das ist, aber ich glaube, durch das geht jeder irgendwie durch so eine Phase. Man muss halt nur irgendwie durchhalten. Ja, was nehmen wir dazu? So, machen wir das jetzt mal so. Und wir nehmen noch dazu Rana. Tja. Obwohl, nee, Gelb ist keine gute Wahl. Wen können wir denn noch dazu nehmen? Versuchen wir es mit Kundchen und Cage. Könnte funktionieren. Bei meinem Glück funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Okay, damit kann man zumindest ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir hier den lila Diamanten. Da haben wir den grünen Diamanten.
Okay. Ich mache zuerst, wenn ich den Grünen mache, dann habe ich auch meine Grünen. Deswegen machen wir das einfach mal. Da können wir natürlich jetzt gut mit Telluria gegenwirken. Die gefährliche Seite ist Albi, aber der ist noch weit vom Laden entfernt. Deswegen gehe ich erstmal hier rüber. So, du bist weg. Machen wir sie weg. Machen den Diamanten. Sie revive. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt kommen unendlich viele Kombinationen hoch. Ja, natürlich geht er da drauf. Puh, Schwein gehabt. Das war knapp. Ist egal, ob du verfehlst oder nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir dieses Board irgendwie jetzt über die Runden kriegen. Okay. Puh. Die Grünen könnte ich unter Kestrel spielen. Da ich auch sonst nicht viel habe, muss ich das schon machen. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben die Steine unter Albi. Wenn ich den gelben Diamanten gemacht hätte, muss jetzt irgendwie gucken, dass wir da drumrum spielen. Okay. Dann machen wir das erstmal noch so. Okay, das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, wenn jetzt nicht irgendwas Verrücktes passiert. Okay. So, so, Telluria. Er ist ausgewichen. Gucken, ob du dem auch ausweichst. Nein. Okay, das hat zumindest geklappt. Das Telluria-Team hat funktioniert. Immerhin. So, dann gucken wir mal weiter. Was ist denn mit meinem blauen Team? Nehmen wir das blaue Team. Da könnten wir theoretisch auch gegen eine Ursena kämpfen. Okay, das ist so. Oder eben überlegen, das blaue Team. Und da viele. Naja, ich will nicht unbedingt gegen Finlay. Wen können wir denn dann nehmen? Dann wir ihn nehmen. Oder, ja, sie nehmen. 48 Punkte. Überlege ich mir gleich noch. Was ist das denn hier? Magni an der Seite. Ja, ist auch 48 Punkte, aber der sieht ganz gut aus für das blaue Team. Das blaue Team. Frieda, Richard, Wähler. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier. Das ist auch nur Ursena, ne? Ja, okay. Da kann ich Geld noch nicht gebrauchen. Dann gucken wir mal. Finley war nicht dabei. Also könnten wir was mit Ares machen. Und mit Sim. Könnten wir was mit Sim machen? Ich will Grasul noch behalten. Grasul könnte ich mit Mayana zusammen machen. Oder mache ich Grasul mit Sim zusammen? Weil ich habe ja mit Ares schon denjenigen, der den Attack Up macht. Ich glaube, ich nehme Mayana mal mit. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Okay, das ist gut für ein rotes Team. Nehmen wir schon mal da direkt den Diamanten mit. Dann mache ich erstmal die blauen hier. Okay, blauer Diamant, alles klar. Gut, achso, ich habe gar nicht auf die Truppen geachtet. Das ist jetzt natürlich doof.
Wieder mein Anfängerfehler, dafür werden mich einige wieder steinigen. Nehmen wir hier die roten. So, Ares an. Dann machen wir. Ja, welchen Hit können wir denn gut wegstecken? Da ich keinen Cleaner habe hier, muss ich dann Drake erstmal aus dem Weg kriegen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ja, gut. Okay, Magni löst gleich aus. Das heißt, wir machen Magni kaputt. Wir haben genug rote Steine unter Liana mit dem Ares-Buff. Okay, das reicht auch. Gut. So langsam kommen wir in Fahrt, glaube ich. Das kann sich aber ganz schnell wieder ändern. Bei Ursena scheint mir heute zu liegen. Aber ich will jetzt mein Delilah-Team. Deswegen ein Team ohne Ursena, bitte. Und dann. Wen nehme ich denn nochmal dazu? Ja, nehme dich. So, ich nehme. Ich könnte noch ein. Nee, ich nehme jetzt mein Lila-Team. Panther, Ursena, Seeschat, Delilah und Rana. Dann habe ich noch. Was habe ich denn dann noch? Oder wenn ich das jetzt so mache, dann hätte ich noch ein gelb-blaues Team. Ja, ich glaube, das ist so besser. Habe ich sonst noch einen anderen Heiler? Nee, Gasul ist schon in Ordnung. Truppen. Truppen, Truppen, Truppen. Ja, über die. Ja, mal gucken, für Drake haben wir die Lilanen. Und dann Gasul, um uns zu beschützen, genauso wie Sim, um zu cleanen. Ja, bei meinem Glück sterbe ich jetzt gleich an dem Brennen und an der Blindheit. Aber es sieht noch ganz gut aus. Na, wir haben genug Rot. Ja, Grasul hebe ich mal noch auf, brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Jetzt mache ich sie aber vorsichtshalber mal, weil jetzt könnte nämlich ja, ein Kundchen auslösen. Gut. Sim hebe ich mir noch auf. Wenn wir das machen, dann kriegen wir da Lila. Okay, jetzt habe ich hier Lila. Hier Lila, das geht in Rot. Ein Kundchen löst wieder aus. So, einmal heilen, weil gleich alle auslösen. Aber wir sind geschützt. Wir sind geschützt, wir müssen es nur überstehen. Ja, das war okay. Das ist nur mein Panther in Ruhe, bitte. Oh, einen Punkt, okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber auf Selin. Da müssten die lila Steine schon reichen. Da haben wir lila Steine. Dann gucke ich mal eben. Okay, er revived, okay. Ja, blöd gelaufen mit dem Revive, aber. Wie machen wir das denn am besten? Ich kann erstmal das so machen. Das sollte für Kundchen reichen. Perfekt. Ja, das ist auch gut. Lass mir nur meine Grasul. Ah. Okay, so, jetzt Sim. Ja. Das reicht gegen Grabmacher. Ja, perfekt. Gut. Das lief auch gut. Ich glaube, wir sind schon mal
weiter als beim letzten Krieg mit den Punkten. Ja, 168. Okay, wir haben schon mal mehr Punkte als in den letzten beiden Kriegen. Das ist gut. Jetzt gucken wir noch mal eben, wie viel haben wir übrig? Noch drei. Da sind noch sechs. Sehr gut. Das ist gelaufen. Ich habe jetzt noch, was habe ich gesagt? Gelb und Blau. Gelb und Blau. Also keine Ursena. Vielleicht dich? 30er Truppen. Na, ich will jetzt mein Glück auch nicht so sehr herausfordern. Blau haben ist mit Zuko nicht gut. Finley ist sowieso nie gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach komm. Auf geht's. Oder wir könnten das, obwohl, nee, clean müssen wir nicht. Wir gehen jetzt hier auf alles. Mit zwei Heilern. Den Luxus habe ich noch mit zwei Heilern. Gucken wir mal die Truppen. So machen wir das. Da machen wir das. Hier. Ariel, genau, das war nämlich beim letzten Mal. Ariel ist Mittel. Deswegen kriegt sie die Mana-Truppe. Missandei die Truppe. Ja, auf geht's. Ah, ich merke selber, heute bin ich ziemlich angespannt. Ah, die letzten beiden Kriege, die haben doch dann ihre Spuren hinterlassen. Ja, das sieht auch nicht so gut aus hier. Müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was hochkriegen. Hier haben wir schon mal gelb. Okay, hier haben wir noch mal gelb. Ach komm, so knapp. Ganz knapp wieder mal. Das reicht auch nicht. So, jetzt stehen wir da so langsam wieder. Ich kann die blauen unter Missandei machen, aber dann löst Missandei gleich aus. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie vielleicht hier was Gelbes hochkriege. Ja, aber das hat mir nicht viel gebracht. Gucken wir mal so. Nee. Ja gut, das Team ist ja irgendwie schon tot jetzt. Wenn jetzt Grabmacher auslöst und Drake, dann bin ich schon weg. Ja, so viel zum Thema zwei Heiler. Das macht jetzt auch nicht den Kohl nicht fit. Naja, das war's. Ich weiß nicht, woran das momentan liegt. Also ganz ehrlich. Ja, nächster Zug sind wir kaputt. Dann können wir auch rausgehen. Nee, also momentan weiß ich nicht, woran das liegt. Also, du erlebst hier gerade meine schlimmste Kriegsphase mit, die ich bisher in diesem Spiel hatte. 175. Naja, es ist nicht mein Anspruch, ganz ehrlich. Also, ich meine, es hört sich immer vielleicht so ein bisschen arrogant an oder sowas, aber das ist definitiv nicht mein Anspruch. Also mein Ziel ist es mindestens 200 Punkte, mindestens. Und nee, also im Moment weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, weiß ich nicht. Zum Glück haben wir den Krieg gewonnen. Das ist das, was zählt. Ja, den Rest muss ich mir selber mal überlegen, wie ich das da mache, wie das weitergeht. Aber so wie es jetzt ist, ja, geht es definitiv nicht. Wenn jetzt immer mehr Tellurias auch noch kommen sollten, dann wird das alles noch schwieriger. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das alles manage, wie ich das mache, ob ich da irgendwie mal die Teams komplett umstelle oder. Ich glaube, ich werde es jetzt definitiv das nächste Mal machen. Definitiv
einen Krieg mal wieder komplett Mono machen. Weil dieses 3-2 scheint ja irgendwie nicht mehr zu klappen bei mir. Ob es jetzt an den Helden liegt oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde die Teams eigentlich ganz gut. Aber naja, ich glaube, der nächste Krieg wird definitiv Mono. Und ja, ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, wenn wieder der Krieg kommt. Ich wollte eigentlich schon diesen Krieg Mono, aber ich dachte, Lila Tanks lief in der Vergangenheit ganz gut. Versuch's es, aber jetzt habe ich gegen grüne Tanks verkackt, gegen gelbe Tanks verkackt, gegen lila Tanks verkackt. Und ja, jetzt ist 3-2, glaube ich, erstmal Geschichte. Jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen Mono sein. Vielleicht nicht alle Angriffe, aber ein paar. Und ja, ich hoffe, bei euch lief es besser. Und dann würde ich sagen, schönen Abend, macht's gut.